Ja, Freunde, seid herzlich gegrüßt zu dem neuen Video. Tja, einige sind hier nur wegen diesem Fahrzeug auf dem Kanal und ich habe in regelmäßigen Abständen immer mal so ein Fazitvideo gemacht zu dem Fahrzeug. Was hat so gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert, welche Probleme gab es und so weiter. Jetzt hat das Auto 150.000 Kilometer runter. Ich hatte die ersten größeren, teuren Reparaturen gehabt an dem Fahrzeug und wollte nochmal jetzt in diesem Video ein Fazit zu dem Fahrzeug geben, wo wir alles nochmal abhandeln, warum habe ich es gekauft, welche Kosten und Probleme hatte ich mit dem Fahrzeug. Und vor allem ganz interessant, ich habe ganz genau ausgerechnet, da kommen wir aber dann später dazu, wie viel Cent kostet mich dieses Fahrzeug auf 100 Kilometer, auf einem Kilometer und das mit allem drinne in verschiedenen Stufen ausgerechnet. Wertverlust ist damit dabei in verschiedenen Stufen, Versicherungssteuern, alle laufenden Kosten, die man hatte, Reparaturen, Diesel und so weiter, ist alles mit dabei. Ich war ziemlich überrascht, was dabei am Ende rausgekommen ist und das Ganze war mir auch relativ einfach möglich, da ich das ja als Geschäftsfahrzeug betreibe und natürlich alle Kosten in meinem Buchhaltungsprogramm schön getrackt habe, wirklich jeden Cent, der für das Fahrzeug ausgegeben wurde und damit konnte ich es halt noch wirklich ziemlich genau ausrechnen, was der ganze Quatsch jetzt hier letztendlich gekostet hat. Tja, wie gesagt, 150.000 Kilometer in 5 Jahren ist schon ein bisschen was. Ich habe nicht vor, das Fahrzeug zeitnah abzustoßen. Ich werde es mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit weiterfahren. So viel erstmal dazu, obwohl sich meine Lebensumstände, ich habe es schon ein paar Mal angeteasert, gravierend verändert haben und dadurch sich auch irgendwas fahrzeugtechnisch ändern könnte. Ich bin jetzt noch nicht in der Lage, da euch das irgendwie genauer irgendwie aufzuklären. Das machen wir aber später auf jeden Fall nochmal, denke ich. Der Grund, warum ich damals dieses Auto gekauft habe, war ganz einfach. Ich habe ein Firmenfahrzeug gesucht, womit ich meine ganzen Kundentermine und Geschäftssachen erledigen konnte, wo ich meinen Privatquatsch erledigen konnte und was ich noch so als mobiles Büro, als Camper ausbauen konnte, wo ich einigermaßen mich drin hinten aufhalten kann. Und jetzt kommt der eigentliche Knackpunkt und das Ganze von einem möglichst günstigen Brutto-Neulistenpreis, da ich A, kaum richtig schreiben kann, meine Handschrift kann keine Sau lesen, ich faul bin, was irgendwelche bürokratischen Dinge angeht, ich mache meine Buchhaltung und zwar soweit selber, aber ein Fahrtenbuch zum Beispiel zu führen, und das wäre ja notwendig gewesen, wenn das Fahrzeug teuer gewesen wäre, kam für mich einfach, nachdem ich es ausprobiert habe, nicht in Frage. Das heißt, ich wollte das Fahrzeug mit der 1%-Methode versteuern. Das bedeutet, 1% vom Brutto-Neulistenpreis wird als Privatanteil angerechnet und alle Kosten, die darüber hinausgehen, kann man als Geschäftsausgabe geltend machen. Wenn du nun ein Fahrzeug kaufst, was irgendwie 30, 40, 50.000 Euro kostet, so viel Kosten kannst du im Monat kaum verursachen, dass du irgendwie sich das noch lohnt, das Fahrzeug überhaupt über die Firma zu nehmen, zumindest bei meinem Fahrprofil und bei meinen Fahrzeugkosten. Und deswegen wollte ich ein Auto haben, was sehr günstig ist. Das Auto hat 16.000 Euro ca. über den Daumen neu gekostet. Das heißt, 160 Euro im Monat ungefähr über den Daumen sind dann quasi Privatanteil und alle Kosten, die darüber hinausgehen, sind geschäftlich absetzbar. Das hat wunderbar funktioniert. Das hat sich absolut gut gelohnt, das Fahrzeug über die Firma zu nehmen. Und das, was ich an Mehrkosten habe im Monat, kann ich halt jetzt wunderbar als Geschäftsausgabe geltend machen und muss kein beschissenes Fahrtenbuch führen. Tja, komforttechnisch und so weiter ist halt hier nicht viel in so einem Dacia. Es ist alles einfach, relativ einfach. Es fühlt sich an wie ein älteres Fahrzeug, die Türen und so weiter. Es klappert alles mehr, es sind mehr Windgeräusche da. Man hat fensterhebermäßig nur die nötigste Ausstattung. Sitztechnisch ist er sehr bequem, muss ich sagen. Da habe ich überhaupt gar keine Probleme mit. Und man gewöhnt sich auch sehr gut an das Fahren. Also er fährt sich für mich ziemlich gut. Und wenn du nicht eine direkte Referenz hast, dann gewöhnst du dich halt einfach auch an den Zustand, so wie er ist. Meine Partnerin, die hat momentan einen Caddy, einen etwas älteren, der ist Baujahr 2003. Obwohl das Auto irgendwo 13 Jahre älter ist als mein Dogger, hat der deutlich bessere Fahreigenschaften, muss ich sagen. Also er fühlt sich einfach wesentlich besser an beim Fahren, als im direkten Vergleich der Dogger, wenn ich zwischen den Fahrzeugen wechsle. Aber wenn ich dann so mit dem Dogger einfach mal so eine Viertelstunde gefahren bin, dann fühlt er sich wieder genauso gut und gewohnt wie vorher an. Also es ist alles eine Gewohnheitsfrage und es ist weit weg davon, muss man natürlich auch sagen, dass sich das Fahrzeug irgendwie unsicher oder sowas anfühlt. Wo es man merkt eben auch auf einer gewissen Ebene, dass das ein Fahrzeug ist, was nur 16.000 Euro neu kostet, was du auch schon in einer geringeren Ausstattungsvariante für 10.000 Euro neu bekommen hast. Jetzt wurde er nicht mehr gebaut, leider, aber so war das halt damals. Mir war halt bei dem Auto wichtig, dass er den 1,5er Diesel hat, weil das aus meiner Sicht der beste Motor ist, den man hier drin haben kann. Den fährst du mit 5 bis 6 Liter auf 100 Kilometer und das macht sich schon ziemlich krass auf die Fahrzeugkosten letztendlich, vor allem auf 100, 200, 300.000 Kilometer gesehen, bemerkbar. Von meiner Partnerin, der Caddy, das ist ein 1,6er Benziner, der braucht so seine 8 Liter Benzin auf 100 Kilometer bei moderater Fahrweise. Und der Unterschied, könnt ihr euch gerne mal ausrechnen, auf 300.000 Kilometer oder von mir aus bloß auf 200.000 Kilometer, was das ausmacht, ob man mit so einem Auto irgendwie 6 Liter Benzin braucht oder 6 Liter Diesel braucht oder 8 Liter Benzin. Also der Unterschied ist ziemlich krass. Auf den Ausbau und so weiter will ich gar nicht weiter eingehen. Da sage ich in meinen Reisevideos genug dazu. Da findet ihr im angepinnten Kommentar eine Playlist. Könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn ihr wollt.
Ich bin mit dem Fahrzeug sehr viel gereist, habe hier mehr als 1400 Nächte drin verbracht und geschlafen. Ich koche hier drin, ich habe eine Heizung drin, Kühlschrank drin. Gibt es auch Videos auf dem Kanal. Darum soll es hier nicht gehen. Nur ganz kurz dazu, das hat sich wunderbar bewährt. Ich liebe es, ich möchte es eigentlich nicht mehr missen. Es ist so geil, auf so kleinen Raum so eine Mini-Wohnung dabei zu haben. Du bist unauffällig, du bist kostengünstig unterwegs. Ich liebe das einfach. Ich liebe die Karre unglaublich. Jetzt nach 150.000 Kilometern sind natürlich auch einige Defekte aufgetreten. Ganz am Anfang, noch in der Garantiezeit, hatte ich einen defekten Differenzdrucksensor, der auf Garantie getauscht wurde. Kosten wären damals ungefähr 300 Euro gewesen, wenn ich es hätte selber zahlen müssen. Der einfach vorm Rußpartikelfilter und hinterm Rußpartikelfilter quasi eine Verbindung hat und den Differenzdruck quasi misst. Ne? Und wenn der Rußpartikelfilter jetzt zu wäre, würde man das über diesen Sensor erkennen. Man kann auch über diesen Sensor messen, wie viel Asche ist im Rußpartikelfilter und so weiter. Und kann man darüber ermitteln. Dieser Sensor war kaputt, musste getauscht werden, wurde auf Garantie erledigt. Der Rußpartikelfilter wurde auch neulich, als ich ein AGR-Problem hatte, mit überprüft. Kann man dazu sagen, das funktioniert wirklich hervorragend. Der hatte 1,4 Gramm Aschegehalt, wurde über diesen Sensor ermittelt. Bedeutet, normal wären sogar, also ab dem Punkt, wo er unbrauchbar wäre, müsste er so 10 Gramm Asche ungefähr haben. Wahrscheinlich würde das Auto mit dem Rußpartikelfilter, wenn das weiter so läuft, wie jetzt 1 Million Kilometer halten. Ne? Also da kannst du echt nichts sagen. Der Rußpartikelfilter scheint wirklich gut für den Motor und alles konstruiert zu sein. Zumindest bei meiner Fahr- und Benutzungsweise. Ich fahre das Fahrzeug meistens auf der Autobahn mit 110 bis 120. Manchmal, wenn es schnell gehen muss, auch 150, aber meistens so 110 bis 120. Manchmal auch bloß 100, je nachdem, wie entspannt ich gerade bin. So entschleunigt reisen hat ja auch was. Und manchmal machen so 10, 20 km Unterschied auf die Gesamtstrecke zeittechnisch nun nicht so viel aus. Es wurde halt schon relativ zeitig bei dem Auto ein minimaler Verlust an Bremsflüssigkeit festgestellt. Die Werkstätten haben in der Garantiezeit, und da war immer direkt bei Renault, nie feststellen können, wo da das Problem ist und so weiter. Ich war zweimal in einer originalen Renault-Werkstatt mit dem Fehler. Bitte findet heraus, was das ist. Ich habe noch Garantie. Es kann nicht sein, dass der Flüssigkeit verliert und so weiter. Da kamen sie immer mit so einem Ding. Ja, und die Bremsen, die Kolben drückt es nach und dadurch sinkt der Stand ein bisschen. Ja, mag ja alles sein. Aber nicht auf 15.000 bis 20.000 Kilometer einmal von minimal auf maximal vollfüllen. Das ist einfach totaler Bullshit. Vor allem, weil die Bremsen zu dem Zeitpunkt noch so gut wie gar nicht runtergefahren waren. Es kam, wie es kam, musste. Keine Werkstatt konnte irgendwas finden. Es war immer alles in Ordnung. Irgendwann habe ich den Zahnriemen wechseln lassen bei ATU und die haben dann festgestellt, okay, am ABS. S-Block drückt es minimal die Flüssigkeit raus. Sie wird unten von der Wanne aufgefangen, also es läuft irgendwie davon nichts in die Natur, es landet alles irgendwie in der Wanne. Es ist eine minimale Undichtigkeit, die sich nie verändert, die konstant geblieben ist über die ganze Zeit. Scheinbar wirklich ein Zusammenbau, ein Einbaufehler, irgendeine Dichtung verrutscht, irgendwas in der Richtung muss es sein. Kostenpunkt, um den ganzen Spaß auszutauschen, zu reparieren, ungefähr 1500 Euro. Eigentlich ein Garantieding, Garantie war natürlich abgelaufen und die Werkstätten, wo das Auto zur Kontrolle war, da hatte ich nochmal angerufen und nachgefragt, dass denen die Situation geschildert, keinerlei Kulanz oder irgendwas. Ne? Und damit, ich bringe nie wieder mein Auto in eine originale Renault-Werkstatt, was soll die Scheiße. Ne? Das kann nicht sein, die gucken das doch da an, ich bringe den mit dem Fehler dahin, es ist definitiv ein Fehler da und es muss auch da im ABS-Block schon was zu sehen gewesen sein, weil es da rausgekommen ist. Aber da kommst du nun nicht so einfach ran und die werden einfach nicht genau genug nachgeguckt haben. Die werden ein bisschen so an den Rädern geguckt haben, ein bisschen von unten geguckt haben, haben einfach nichts gesehen und haben sich nicht die Mühe gemacht, genauer nachzuschauen. Ne? Und am Endeffekt der Angearschte ist natürlich der Kunde. Ja, und ansonsten hatte ich jetzt aktuell das AGR-Problem, was relativ komplex war, mir ziemlich auf den Sack ging und am Endeffekt auch ziemlich teuer war, wegen einer absoluten Kleinigkeit. Dafür gibt es ein extra Video hier auf dem Kanal, schaut euch das gerne an. Das war so eine Odyssee, da hat es sich gelohnt, ein kurzes extra Video drüber zu machen. Vor allem, weil ich denke, dass einige mit dem Problem auch konfrontiert sein werden, keine Ahnung davon haben, so wie ich das hatte. Wenig Informationen darüber im Netz zu finden ist bei den Euro 6 Fahrzeugen, was das angeht. Und deswegen, wie gesagt, gibt es da ein extra Video. So, das war es auch schon an den größeren Defekten, die ich hatte. Ansonsten war in dem Auto eigentlich jetzt nichts kaputt. Mir fällt zumindest nichts ein, außer mein abgebrochener Scheibenwischer und sowas, was ich wahrscheinlich eher als Verschleiß mit einkategorisieren würde. Aber ansonsten wurden hier beim Auto einmal die Bremsen getauscht. Die habe ich selber getauscht. Vorne Scheiben und Klötze, hat mich so 120 Euro gekostet. Habe ich nach 110.000 Kilometern gemacht. Ist ziemlich gut. Aber beim Langstreckenfahrzeug, da tauschst du halt auch nicht so oft die Bremsen. Und ich mache es beim Fahren sowieso so, dass wenn ich jetzt verzögere, dass ich rechtzeitig vom Gas gehe. Ich fahre sehr vorausschauend und dann schalte ich auch ein, zwei Gänge mit Zwischengas runter und nutze dann halt die Bremswirkung vom Motor. Und dadurch halt so ein Satz Bremsen bei mir halt auch relativ lange. Ansonsten war dann bei 120.000 Kilometern eine größere Inspektion notwendig. Da wurde auch der Zahnriemen und so weiter mit getauscht. Das waren so 600, 700 Euro, irgend sowas komplett, was ich auch völlig okay finde. Also alle 120.000 Kilometer ist dann halt hier auch der Zahnriemen fällig. Ansonsten wurden alle 20.000 Kilometer ganz normal die Inspektion gemacht, wo das Öl gewechselt wird, wo so Filter, Luftfilter, Dieselfilter und so ein Zeug mit getauscht wurde. Aber ansonsten wurde an dem Fahrzeug nichts weiter bis jetzt an Verschleißreparaturen erledigt. Also das ist überschaubar, würde ich mal sagen. So, dann habe ich mir jetzt mal den Spaß gemacht. Alle Kosten
Kosten von dem Fahrzeug mal zusammenzurechnen, und zwar in verschiedenen Bereichen. Also Punkt 1, den ich mir ausgerechnet habe, war, was hat mich das Fahrzeug gekostet auf den Kilometer quasi ganz genau. Man rechnet das ja meistens, um einen guten Vergleichswert zu haben, rechnet man sich aus, wie viel Cent kostet einem das Auto auf den Kilometer. Und für mich war es einmal interessant, was kostet mich das Ganze ohne Wertverlust und ohne Versicherung und Steuern als zwei Extra-Kategorien. Und was kostet mich das Ganze, wenn ich halt nur die laufenden Kosten habe, ne? Reparaturen, Diesel und so weiter halt letztendlich. Deswegen hier Punkt 1 hatte ich mir ausgerechnet, dass ich, wenn man alle Kosten mit reinnimmt, ohne Versicherung, Steuern und Wertverlust, komme ich auf 15.000 Euro Kosten für das Fahrzeug auf 150.000 Kilometer ziemlich genau. Bedeutet, dass mich das Fahrzeug, was diese Kosten angeht, 10 Cent auf den Kilometer gekostet hat. Kategorie 2 habe ich hier. Da stehen 20.000 Euro, das wäre dann quasi 20.000 Euro auf 150.000 Kilometer. Und hier ist dann im Gegensatz zu Punkt 1 noch Versicherung und Steuern dabei. Und damit kommen wir dann ungefähr auf 13 Cent, sowas in der Drehe, grob über den Daumen, auf 150.000 Kilometer gerechnet. Beziehungsweise halt dann 13 Cent für den Kilometer. So, und Punkt 3, da ist jetzt alles mit drin. Das Fahrzeug hat ja 16.000 neu gekostet. Ich schätze, wenn ich es jetzt verkaufen würde, würde ich ungefähr 8 dafür noch kriegen. Über den Daumen ungefähr, das bedeutet 8 müsste ich nochmal mit oben drauf rechnen, als Wertverlust sozusagen. Das heißt, da landet man dann letztendlich bei 28.000 Euro Kosten auf 150.000 Kilometer und das entspricht ungefähr 18 Cent auf den Kilometer. Und ich finde, das ist ziemlich überschaubar und ziemlich gut, wenn man davon ausgeht, dass ganz, ganz viele Berechnungen davon ausgehen, dass also ein Fahrzeug so 30 Cent ungefähr auf den Kilometer kostet. Bei Milka zum Beispiel, der Caddy kostet sie aktuell so ungefähr 40 bis 50 Cent auf den Kilometer. Und da finde ich doch 18 Cent, also unter 20 Cent, von mir aus rechnen mit 20 Cent auf den Kilometer, das ist doch Bombe, ne? Und das alles mit dabei, sogar schon die AGR-Scheiße, die ich vor kurzem hatte, ist da alles schon mit dabei. Das finde ich richtig gut. Damit habe ich für mich persönlich bei meinem Fahrprofil 150.000 Kilometer auf 5 Jahre ausgerechnet, dass ich 466 Euro Kosten monatlich für das Fahrzeug habe. Ist schon ganz schön heftig, aber man muss halt auch bedenken, dass ich letztendlich auch relativ viel mit dem Fahrzeug fahre und dafür ist das Ganze okay. Und jetzt stell dir mal vor, ich hätte ein Auto gehabt, was irgendwie 30 Cent oder 40 Cent auf den Kilometer kostet, was ich dann monatlich für das Fahrzeug ausgeben würde bei der Fahrleistung, die ich quasi habe letztendlich. Ne? Also bin ich schon mega zufrieden. Ich bin gespannt, wie das dann auf 200, 250, 300.000 Kilometern aussieht. Ich habe eigentlich nicht vor, das Fahrzeug abzugeben, weil es irgendwo... Ich liebe dieses Fahrzeug. Das ist auch der Entstehungsgrund des Kanals gewesen letztendlich. Diese ganze YouTube-Sache ist aufgrund des Fahrzeugs entstanden. Und es macht so viel Spaß, damit zu reisen. Und selbst wenn ich mir erstmal nur in die Ecke stelle, aus gewissen Gründen oder wieder zurückbauen würde, was auch immer, ich habe keine Lust, irgendwie das Ding irgendwie abzugeben und was Neues zu kaufen. Auch wenn man manchmal Bock hat, sich was Neues zu kaufen und irgendwie auszubauen, was auch immer. Aber ich fahre so günstig mit dem Ding. Ich liebe dieses Auto, es macht Spaß, es ist so schön hier drin. Hier, ich koche mir einen Kaffee auf dem Induktionskochfeld. Kann ich schön gemütlich hier drin Kaffee trinken. Ich stehe hier mitten in der Stadt gerade. Das ist einfach total geil. So, dann habe ich ja noch den Punkt Start-Stopp mit auf der Liste. Weil ich habe früher ganz oft gehört, Start-Stopp ist scheiße, da geht ja alles eher kaputt am Auto, schalte das Start-Stopp am besten immer gleich ab. Ja, da war man schon skeptisch und ganz am Anfang, die ersten paar Kilometer, hatte ich das auch abgeschalten, aber irgendwann hatte ich dann keinen Bock mehr, weil du es bei jedem Neustart neu abschalten musstest und da habe ich es einfach angelassen. Wie sinnvoll das Start-Stopp-System nun ist, was irgendwelche ökologischen Aspekte angeht, das wage ich auch zu bezweifeln. Das wird am Endeffekt genauso sinnlos sein wie so ein AGR-System aus meiner Perspektive. Aber nichtsdestotrotz habe ich bisher damit keinerlei Probleme gehabt. Das sind auch spezielle Batterien, die eingebaut werden, die dafür geeignet sind, dass die Tiefen entladen werden, kurz oder besser gesagt, dass die halt eben das abkönnen, dass die öfters gestartet werden und halt auch mehr Strom abgeben können als so eine Standard-Pleise. Batterie. Bisher jetzt nach über fünf Jahren hat die Batterie, man merkt nichts, ne? Also da läuft noch genauso wie am Anfang und selbst wenn die jetzt kaputt gegangen wäre, scheiß drauf, da kaufst du halt mal nach 5 Jahren eine neue Batterie. Bei dem Anlasser merkt man auf jeden Fall, dass das ein verstärkter Anlasser ist, weil im Gegensatz zu dem Modell, wo das noch nicht drin war, merkt man beim Starten, dass der Motor viel leichter und viel schneller durchdreht. Also da ist ein Anlasser drin, der viel mehr Bums hat und ich bin der Meinung, dass der das gut ab kann, hier dieses Belastungsprofil. Und auch ziemlich gut funktioniert. Keine Ahnung, wie es wäre, wenn man das Ding jetzt das Auto nur in der Stadt fahren würde. Aber wer ist so blöd und kauft sich so ein Diesel und fährt damit nur in der Stadt rum? Das ist ein Langstreckenfahrzeug aus meiner Sicht und absolut kein Stadtfahrzeug. Zumindest nicht, wenn man irgendwie mehr als 20-30% Stadtanteil hat. Dafür ist es nicht geeignet aus meiner Perspektive. Ja, damit hat das Start-Stopp-System hier bis jetzt null Probleme in irgendeiner Form gemacht. Es funktioniert wunderbar und hat auch irgendwas, wenn man an der Ampel ankommt, zack, das Fahrzeug geht aus, man tritt die Kupplung, es geht an, man fährt weiter. Man hat so einen Moment der Stille, der Ruhe.
ist auch nicht schlecht. Also kannst du auch nicht meckern. Ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob ich zum Beispiel mit einem Elektro-Kangoo oder irgend sowas, also mit einem Elektroauto in dieser Größenklasse, ob ich da wirklich jetzt so viel günstiger wäre. Über die ökologische Seite kann man sich letztendlich streiten. Das ist viel komplexer. Da gibt es ja Leute, die sagen, oh, mit den Batterien bla, und andere sagen, es ist gar kein Problem, es gibt die Recyclingmöglichkeiten und so weiter, das ist alles kein Thema. Aber wenn man sich die reinen Stromkosten ausrechnet, ja, man muss sich die Stromkosten ausrechnen, wenn du an einem Schnelllader ladest, normalerweise zahlst du deine 40 bis 50 Cent pro Kilowattstunde, die blechst du einfach mal eben beim Schnellladen. Und da kommst du, wenn du mit einem E-Auto irgendwie 15 Kilowattstunden auf 100 Kilometer verbrauchst, was du mit dem mindestens verbrauchen würdest, wahrscheinlich mehr, kommst du dann auch auf deine 6 bis 7, 8 Euro auf 100 Kilometer direkte Verbrauchskosten. Und mit dem Diesel brauche ich jetzt hier gerade aktuell bei den hohen Spritpreisen 9 Euro ungefähr auf 100 Kilometer. Hast du das zwar noch die Verschleißseite und die Reparaturseite, sowas wie ein AGR-System, kann halt alles beim E-Auto nicht kaputt gehen. Das ist halt, hat halt deutlich weniger bewegliche Teile, also ist auch deutlich weniger fehleranfällig, brauche weniger Service und so weiter. Aber das müsste man dann halt wirklich mal mit den aktuellen Fahrzeugen im direkten Vergleich sehen, wie viel günstiger die dann noch wirklich auf 200.000 Kilometer sind, vor allem wenn man auch den Anschaffungspreis damit einberechnet. Davon mal abgesehen hat man dann ja beim E-Auto die anderen Nachteile, ne? Und da kommen immer Leute, ja, du musst doch eh irgendwann mal eine Pause machen und so. Also es ist so oft schon gewesen, dass ich mit dem Auto am Stück 1000 Kilometer abgerissen habe und mir das auch wirklich notwendig war, dass ich noch rechtzeitig irgendwo ankomme, dass ich das noch schaffe und so weiter. Klar, könnte man sagen, kannst anders planen und so weiter. Kann man alles machen. Aber im Endeffekt fehlt dir die Flexibilität, dass du durch die geringe Energiemenge, die du mitführst bei so einem Auto, dass du einfach nicht so schnell mal eben 800, 900, 1000 Kilometer abreisen kannst, vor allem bei einer wesentlich höheren Geschwindigkeit als mit einem Elektroauto. Und du dann halt immer öfters nachladen musst letztendlich. Ich baller hier 50 Liter Energie in den Tank rein, damit kann ich hier meine Standheizung 2 Wochen lang betreiben in dem Auto, hab dann auch Strom und alles automatisch da über die Lichtmaschine vom Motor vorne und kann auch mal, wenn ich möchte, am Stück 800, 900 Kilometer fahren, ohne dass ich tanken muss. Und wenn ich dann weiterfahren möchte, direkt noch danach, dann tanke ich halt nochmal eine Minute lang und dann ist der Tank wieder voll und dann geht's weiter. Ne? Also ich bin von diesem Elektro-Thema, was Langstrecke angeht, nicht überzeugt. Kurzstrecke Stadt, Bombe, mega geil, finde ich super. Aber Langstrecke, vor allem im Campingsegment und im Transportsektor, 3,5 Tonnen aufwärts, über Landtransportsektor, auch LKWs und so weiter, sind wir, denke ich mal, noch ganz, 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 ganz weit weg von irgendeiner Praxistauglichkeit. Aber darum sollte es hier nicht gehen. So, Freunde, das war's dann mit dem Video. Vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid. Ich wünsche euch alles Gute, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Video. Ciao.